Showmaster bei RTL Plus. Werner Schulze-Erdl präsentiert am Sonntag drei junge Showtalente und... Die Spannung steigt. Diesmal in der Jury Fritz Rau, Michael Spreng und Carsten Speck. Die Kandidaten spielen mit prominenten Gästen. Wolfgang Völz, Hildegard und Lotti Krekel. Bei so vielen Talenten fällt der Jury die Entscheidung nicht leicht. Wer ist der Beste? Freuen Sie sich auf Showmaster, Sonntag 20.15 Uhr bei RTL Plus. Jetzt Erotik bei RTL Plus. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich wollte mir nur etwas die Füße vertreten und dachte, ach, jeden Tag die gleichen Leute unterwegs. Da, da sah ich ihn. Der muss neu sein. Schöne, klare Linien und ABS. Nicht schlecht. Innen? Mhm, Airbag. Und dann? Magermix-Motor, ganz klar. Der neue Carina, den nehme ich. Der neue Carina. Nichts ist unmöglich. Toyota. Ich heiße Fritz Müller, bin Richter. Mein Urteil über Müller Milchreis. Seine fruchtige Leichtigkeit erwirkt mildernde Umstände beim kleinen Hunger. Alles Müller oder was? Ich heiße nicht Müller, aber auch ich bin für mildernde Umstände. Milchreis. Alles Müller oder was? Alles Müller oder was? Competition, das Sondermodell für glanzvolle Leistungen von Siemens. Vielleicht hätte er jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Gelbe Seiten machen das Leben leichter. Und ich versichere Ihnen, meine Damen und Herren, dass ich meine gesamte Kraft dem Wohle des deutschen Hartzingers widme. Seinen Nutzen mehre, indem ich ihn ständig esse, Schaden von ihm wende und ihn gegen jedermann verteidige mit Messer und Gabel, so wahr ich einen Vogel habe. Hartzinger, der leckere Käse, der aus der Rolle fällt. Renault präsentiert, neu, Nummer 19. Der Typ, der alles gibt, was er hat. Der Typ, der neue Wege geht. Der Typ, der für jede Überraschung gut ist. Die Hilfe? Der Typ, der da ist, wenn man ihn braucht. Der Typ mit dem unverwechselbaren Charme. Erleben Sie den neuen Renault 19 in seiner besten Rolle. Mann, ist das ein Typ. Gewalt gegen Schwule mit versteckter Kamera aufgedeckt. Scheidungsopfer in Deutschland. Jeden Tag ein erschütterndes Schicksal. Reporter des Grauens überall in Deutschland unterwegs. Unfälle sind ihr Geschäft. Dies und mehr nächste Woche in Explosiv.